Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ihr wisst Bescheid, Zweitvideo, somit Winter- und Weihnachtsbiere. Und ja, Freunde, jetzt auf dem Gabentisch haben wir ein besonderes Bierchen, denn das wurde sich schon, ich glaube, 4 oder 5 Mal gewünscht, schon seit 2018, und mir ist es nicht gelungen, dieses Bier aufzutreiben. Und auch ihr hattet tatsächlich Probleme gehabt, an das, ja, Laikheim Wintertraumbier ranzukommen. Steht schon ewig auf der Liste drauf. Ja, das habe ich neulich im Kommentar erwähnt, im Community-Bereich. Und siehe da, da meldet sich doch glatt jemand bei mir. Und ja, hat gesagt, pass mal auf, du, hier bei mir in Hannover, da gibt's das. Und da geht der Gruß erstmal raus an den Hollybolli, der jetzt auch in letzter Zeit sehr, sehr fleißig hier immer kommentiert. Und es hat ja nicht lange gedauert und ratzefatze war die Flasche da. Wir haben uns nämlich geeinigt, ich schicke ihm dann so ein bisschen was zu. Und er hat mir dann jetzt hier dieses ermöglicht, dass ich diesen Zuschauerwunsch auch hier erfüllen kann. Dankeschön an dieser Stelle, ich freue mich riesig. Dein Paket ist dann auch nächste Woche sofort unterwegs und ja, ich bin gespannt. Da ist es nun, ich hält's in den Händen, das legendäre Laikheim Wintertraum. Naja, warum legendär? Naja, weil man es anscheinend sehr, sehr schwer nur beziehen kann. Also zumindest hier bei uns, ne, im Nordosten irgendwie anscheinend. Keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Vom Design her? Ja, ein bisschen verblasst. Winterlandschaft, ganz klassisch. Ist okay. Also es ist schon so ein bisschen ansprechend, finde ich gut. Fränkische Familienbrauerei seit 1887. Laikheim Wintertraum. Vollmundig, kräftig und würzig. 5,4% hat der ganze Spaß. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Bügelverschlussflasche, schön mit Siegel drauf, wie wir es kennen von Laikheim. Und ja, hatten wir schon ein paar von gehabt, ne? Da war auch unter anderem dieses Steinbier. Das war auch eine interessante Geschichte. Die sind anscheinend auch so, ja, immer mit am Start. Finde ich gut, wenn es um andere Sachen geht. Ja, alles klar. Gut, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wieder Bock, passt gut jetzt rein. Winterbier, wir sind fast durch. Ein paar Bockbiere haben wir noch. Ich glaube, ein Winterbier ist auch noch mit am Start. Ich denke mal, eine Woche, 14 Tage vielleicht noch haben wir. Und dann sind wir tatsächlich fertig. Dann machen wir eine Top-Liste, Freunde. Ich bin gespannt. So, ich mache mal auf. Plopp. Und ja, da kommt ordentlich Entspannungsverdampfung raus. Sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Lassen wir mal laufen. Ich habe natürlich wieder Bierdurst. Oh, da kommt ein bisschen ruppig rein. So. Was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches. Vielleicht ein bisschen heller als gedacht. Für ein Winterbier hätte ich jetzt ein bisschen mehr was Dunkleres erwartet. Aber okay. Von der Blume, würde ich sagen. 2 Fingerbreite Blume, fein bis mittelporig. Ja, cremeweiß, paar Luftbläschen sind drauf. Und ich würde sagen, 90 Sekunden Standard bleibt die da im Glas stehen. Also da ist kein Zerfall zu beobachten. Schaut mal selbst. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Aber ich auch mal eine gewisse Qualität erwarte ich da auch ein bisschen bei Laikheim. Weil das wird ja schon immer so ein bisschen als gehobener Industriestandard verkauft, nicht wahr? So. Farbspektrum. Erste Überraschung. Was ist denn da los, Freunde? Das sieht ja aus wie ein Export. Das sieht ja aus wie ein bisschen matt gehaltenes goldgelbes Bier. Erinnert mich jetzt nicht wirklich an ein Festbier, muss ich sagen. Weil das sieht irgendwie... Nee, Freunde, das sieht nicht aus wie ein Festbier. Das sieht jetzt nicht so kräftig aus. Das sieht so... Ich erwarte Rottöne, Brauntöne, ein bisschen was Dunkleres. Aber das hier, das sieht nicht nach Festbier aus. Also optisch gesehen schon mal ein bisschen merkwürdig. Immerhin, das Ganze ist filtriert, ist klar, hat aber eine gewisse Tiefe. Also es ist schon ein bisschen saftiger, schaut es tatsächlich aus. Schwebeteilchen entdecke ich nicht. Glanz, habe ich schon gesagt, ist jetzt nicht wirklich drin zu finden. Eher ein bisschen matter gehalten. Ja, wie gesagt, so ein schönes goldgelbes Getreidegold. Karbonisierung eher durchschnittlich, kleinere Perlung. Und ja, Blumenteppich ist schön linear, hat sich gesetzt. Keine Risse, keine Löcher. Ich zeige es nochmal rein. Also das ist wirklich anständige Qualität. Bis auf die Farbe muss ich sagen, hallo. Und ja, mein Kätzchen ist gerade hier. Sagt auch nochmal, oh, Winterbier. Nee, Wintertraum, Entschuldigung. Heißt ja nicht Winter, Wintertraum heißt das.
Optik, Ästhetik, Leute, was soll ich sagen? Bis auf die Farbe finde ich soweit richtig ordentlich, aber Farbe gebe ich natürlich einen Punkt Abzug, deswegen 4 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, jetzt müssen wir das Ganze mal anschnuppern, mal sehen, wonach es duften tut. Oh, das ist aber Malzkörper betont, hätte ich jetzt nicht erwartet. Lieblich süßes Getreide, also schön getreidig. Butterig, getreidig, so in diese Richtung geht's rein. Eigentlich mag ich das. Erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an das Patronus Weißbier aus dem Lidl. Gebrannte Mandeln, nur hier eher so in diese, ja, getreidige Richtung rein, aber ganz deutlich. Schon ein bisschen selbstbewusster. Leichte saure Komponente kann man auch rausriechen. Hey, du kleiner Unruhegeist. Ich mache hier gerade einen Biertest. Katze wollte raus. Ja, also ich würde sagen, es überwiegt doch die getreidige Lieblichkeit. Nicht unangenehm. Ich mag ja sowas immer, ne? Finde ich eigentlich ganz gut. Das lässt jetzt hoffen, dass wir es hier trotz der Farbe mit einem anständigen Malzkörper zu tun haben. Ihr Lieben, auf euch. Zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Oh, okay, ist ja was ganz anderes, was? Ja, mal wieder eine Überraschung hier, Freunde, würde ich sagen. Also für ein Winterbier ist das aber erstaunlich unwinterlich. Das ist ja... Soll ich euch mal verraten, was mir jetzt beim Antrunk sofort durch den Kopf geschossen ist? Irgendein alkoholfreies Bier, das wir auch garantiert 2020 schon mal zahlreich hier hatten, was wirklich einen richtig krassen, süßen... Getreidekörper hat, das so richtig getreidig so daherkommt. Ne? Schon so ein bisschen so wie das Thüringer Luther Reformationspilz, wo ich immer sage, das ist so ein Getreidesilo. Und dann kommt auf einmal so was ganz komisches, stechendes, saures hervor. So voll untypisch. Eigentlich eher, muss ich sagen, wie so ein... Naja, ich weiß nicht, nie, kann man jetzt nicht sagen, aber das hat schon eigentlich eher so einen Charakter, sage ich mal, wie so ein helles. Also, ja, als Festbier, muss ich sagen, ist das jetzt eigentlich eher, also das erinnert mich eher an Bayerisch Hell als an irgendwas anderes. Aber naja, komm, ich versuch's nochmal. Achso, Attribute, ja, Attribute, was soll ich sagen, Freunde? Ich würde sagen, hier haben wir ganz klar mit einem eher dynamischen Bier zu tun, ne? Also groß Aromavielfalt und so, habe ich jetzt auf der Zunge nicht wahrnehmen können. Ich bin noch durchwachsen, Freunde, muss ich sagen. Ich hätte jetzt so ein bisschen, gut, die Erwartungen waren auch recht hoch, muss ich sagen. Aber gut, mal schauen. Schön saftig ist es. Diesen Malzkörper mag ich auch, also der ist schon lecker. Ja, kann man nicht anders sagen, aber das muss man mögen, ne? Dieses süße Getreidige, was so wirklich im Fokus steht, das mag ich. Was ich nicht mag, ist, dass es nach hinten raus so krass abflacht. Also es ist so richtig, flacht das ab irgendwie. Ja, das ist dann nur noch kurz so eine kleine, leichte, ja, saure Nuance, die nach vorne sticht. Und dann ist es nach hinten raus irgendwie so voll verdünnt. Da ist irgendwie im Abgang, da ist ja gar nichts mehr, da merkst du kaum was. Also... Wenn ich da jetzt an die, gerade so an das Ketterer denke oder so, ne, das Winterbier oder Weihnachtsbier und auch die ganzen anderen Geschichten, da hat sich ein bisschen mehr abgespielt im Gaumen hinten. Das ist ziemlich flach, Leute, das ist ziemlich mild. Das ist irgendwie, ja, ein Festbier, was wohl eher ein Helles sein wollte. Bei Rochelle, so in diese Richtung geht das rein. Auch von der Farbe her eigentlich passt das ideal. Wenn da jetzt ein Hell draufstehen würde, würde ich sagen, das ist kein Weihnachtsbier oder Winterbier. Ja, also, Freunde, jetzt haben wir es hinter uns gebracht, Laikheim, Wintertraum. Ich glaube, meine Erwartungen waren einfach zu hoch gewesen, weil es so krass ist zu beziehen. Aber ich kann euch jetzt hier dieses Geheimnis lüften auf dem Kanal. Das ist jetzt kein hedonistisches Highlight, ne? Das ist im Prinzip ein grundauf solides Bier. Wie die meisten, die wir jetzt in unserer Spezialreihe Winterbiere haben. Wir werden es bei der Topliste nochmal alles einzeln durchnehmen. Da werde ich 3 Kategorien aufbauen. Da werde ich einmal so die absoluten Surprise-Biere, die wirklich so wow, die haben wirklich für eine Überraschung gesorgt. Einmal die Kategorie Bockbiere werden wir durchnehmen. Und dann werden wir einmal so den klassischen Standard durchnehmen. Und dieses Bier würde ich in den klassischen Standard mit reinwählen wollen. So, das ist im Prinzip so...
auf der gleichen Ebene, sage ich mal, wie das Mönchshof Weihnachtsbier, wie das Turmbräu Winterbier, wie das Warsteiner Winter, wie, was hatten wir da noch gehabt? Das Christkindlmarktbier, ne? Da diese Nürnberg-Geschichte da. Ich sag mal, um hier was rauszuhauen hätte zu können, dann müsste das so ein bisschen mehr Pfiff haben. Der Malzkörper ist richtig geil. Wenn das Bier so bleiben würde, und dass der Malzkörper so schön intensiv auch noch bis in den Körper richtig reingeht, in die Tiefe bis nach hinten raus und dazu noch irgendwie was Originelles. Weil guck mal, hier steht ja drauf, vollmundig, naja, eher weniger, kräftig, absolut nicht, und würzig, naja, also Getreidewürze, das kann ich mir noch so gefallen lassen. Aber ansonsten vom Würzkörper hinten raus auch extrem flach, Freunde. Ist ein süffiges Bier, Freunde. Das ist ein süffiges Bier, das süffelt sich so weg. Ich glaube, der Holly Bolly hat auch gesagt, der hat schon die anderen Flaschen alle weggetrunken. Wahrscheinlich wird er das Gleiche, vermute ich mal, auch sagen wie ich, dass es schon süffig ist und sich gut wegtrinkt, aber irgendwie jetzt nicht so wirklich so der hedonistische Hochgenuss ist. Also wenn man das jetzt mit dem Ketterer vergleicht, na, um Himmels Willen, da liegen ja Lichtjahre zwischen. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ein Grund auf solides Bier, schmeckt gut, kann man trinken. Ich kann es auch tatsächlich empfehlen, das kannst du eigentlich... ja, ständig trinken, nur es ist nichts Besonderes. Es ist einfach, ja, hat recht wenig mit einem Winterbier zu tun. Na, so möchte ich mich ausdrücken. Wie wollen wir es bewerten? Grund auf solide 4 von 5 / 6 möglichen Punkten ist es mir wert. Damit bin ich draußen. Schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.